Los geht's. Warte. Los geht's. Jagd hat begonnen. Dodo jagen. Level 40. Nie jagen andere. Andere Wesen, die uns aufschaden wollen. Müssen jetzt keinem Dodo wehtun. Hier gibt's ja genug von denen. So. Ich würde jetzt übrigens noch so bis 2 streamen. Das wäre ungefähr noch eine halbe Stunde. Und dann würde ich mal den Stream ausmachen, aber noch kurz ein bisschen aufnehmen, um zu probieren, ob das mit einem OBS hier ein bisschen besser läuft. Und dann schauen wir mal, beim nächsten Mal muss es einfach wirklich wieder gut laufen, weil ich meine, es ist so voll okay, aber es ist nicht das, was es sein könnte. Und hier vorne ist unser erster Feind. Ich spanne den Bogen. Und Feuer. Oh, ein Treffer. Hätte ich nicht gedacht. Er greift den Dodo an. Die Sau. Nein. Er hat den Dodo gekillt. Okay, jetzt töte ich dich. Hier, Headshot. Der arme Dodo. Ah, naja, dann kriege ich halt nochmal ein bisschen mehr Leder. Oder auch nicht. 20 Leder. Kann ich jetzt hier ein paar Bolas machen? Ich kann hier ein paar, da sind sie. 1, 2, 3. Oh, 3 Stück, das sollte reichen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ich mir zähmen will. Was ich suche. Cool wäre natürlich der Parasaurus, aber keine Ahnung, was es wird. Wir werden sehen. Ich bin dann echt mal gespannt, wie das später in der Aufnahme ausschaut. Ob das okay ist, qualitativ. Ich kann ja schon mal hier in der Preview schauen. Oh nein, 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 weg von den Viechern. Das ist nicht der Parasaurus, den ich suche. Der ist Level 8. Ich gehe jetzt mal hier diesen Berg hoch und dann gucke ich mal von oben, ob ich den finde. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht finde ich ja einen Parasaurus Level 140 war er, ne? Ne, 114. 140 geht ja gar nicht. Vielleicht habe ich ja Glück. Was sind da drüben? Ein Fiomia. Von dem habe ich ja einen Sattel gefunden. Ein Weibchen. Blauen Pünktchen. Auch schön. Was haben wir denn da? Gucke mal. Ich gucke hier mal. Das schaut aus wie ein Bienennest. Ich glaube, da sollte ich wegbleiben. Ich glaube, die Bienen in der Zeit, in der wir hier gerade spielen, die sind ein bisschen gefährlicher, als die es heute gibt. Wahrscheinlich auch größer. Viel größer. Hier oben läuft schon mal kein Parasaurus. Halt da hinten. Irgendwas ist da. Hinter dem Stein. Da ist ein Parasaurus. Okay, vielleicht ist es. Das wäre natürlich jetzt extrem viel Glück, wenn das direkt wäre. Mal gucken. Wir haben ihn ja in diese Richtung getrieben. Irgendwo hier muss er ja sein. Nö, das ist er nicht. Aber welches Level hast du? Level 8. Okay. Habe ich hier gerade einen Affen? Mhm. Ich sehe gerade einen Affe. Okay, wir müssen ganz leise sein. Mesopithecus, Level 12. Okay, warte mal. Habe ich Bären dabei? Natürlich nicht. Okay, warte, wir müssen kurz ein paar Bären sammeln. Den würde ich gerne mitnehmen. Oh, der ist cool. Die Affen sind voll süß. Und zwar muss man einen Affen, wie diesen, ich hoffe zumindest, dass man das muss, passiv zähmen. Und dazu legt man sich in dem Fall die Frucht. Oder halt das Gemüse einfach in den letzten Slot hinten bei der Null. Und dann müsste man auf ihn drauf drücken können, wenn man in seiner Nähe ist. Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe zumindest, dass wir es sehen. Ich hoffe, die reichen. Und jetzt schön vorsichtig, ich will ihm ja keine Angst machen. Nein, ich habe ihm Angst gemacht. Hätte man schleichen müssen, geduckt? Ich weiß es nicht.
Wieso laufen alle Tiere vor mir weg? Was habe ich ihnen getan? Warte. Er läuft immer noch. Nicht aus den Augen verlieren. Nicht, dass es schon wieder passiert. Muss nicht sein. Okay, da vorne ist er. Der schaut gerade schon echt schlimm aus, ne? Also vor allem für mich gerade, weil ich schon an dieses 4K-Bild gewohnt bin von Ark. Ich hoffe, ich kann das irgendwie fixen. So, Mädchenbärde füttern. Jetzt hat er eine gegessen. Und jetzt sehen wir hier Zähmung auf 19,9%. Okay. Jetzt müssen wir warten, bis er wieder hungrig wird. Und dann geben wir ihm einfach noch eine. Magst du schon wieder eine? Nein. Okay. Schön vorsichtig, dass er uns nicht sieht. Stecken wir uns ein bisschen im Gras. Ja, wobei, also wenn der uns nicht sieht, dann weiß ich auch nicht. Dann läuft auch schon wieder so ein Vieh. Ich würde fast schon sagen, wenn ich von dieser Reise jetzt wieder eine füttern. Ich habe dir doch einfach nur eine Beere gegeben, was hast du? Wenn ich von dieser Reise nach Hause zurückkehre, ich glaube fast dann mache ich schon den Stream aus für heute. Jetzt chill doch mal. Ich tue dir doch nichts. Entspann dich. Äffchen. Ich will dich nur füttern und dann mit nach Hause nehmen. Mein Hausäffchen wirst du. Der hat sich wieder beruhigt, jetzt schleiche ich mich wieder an. Kann natürlich auch sein, dass es wie bei den größeren Tieren, die man halt quasi bewusstlos machen muss, um sie zu zähmen. Verschiedene Boni. Kann ich den. Dankeschön. Wie weit ist er? 31,2. Effektivität. Sehe ich das? Nein, ich will nicht seine Kacke angucken. 99,2. Okay, das passt doch. Perfekt, das funktioniert. Wir warten einfach ein bisschen. Und dann gehen wir wieder hin. Und dann haben wir vielleicht mit Glück gleich einen Affen gezähmt. Da freue ich mich. Sie ist ein Schwänzchen da durchs Gras wackeln. Wackel, wackel, wackel. Okay, komm schon. Immer schön hinten bleiben, dann sieht er uns nicht. Und wieder eingefüttert. Oh, das dauert aber lang, 37%. Und wie schnell es abnimmt. Was? 35,9, das nimmt voll schnell ab. Ich mache aber schon alles richtig, hoffe ich. Jetzt haben wir noch ein paar Bären. Während wir auf ihn warten. Fasern kriegen wir dadurch ja auch, das ist auch ganz gut. Komm her. Wo ist er denn? Vorne sitzt er. Darf er bloß nicht verpassen, wenn ich ihm die nächste Beere geben kann. Sonst war's das dann. Jetzt schleiche ich mich wieder ran. Und füttern. Wie weit ist er? 41%. Oh, das ist halt doof, dass er immer wieder so schnell runtergeht. Wundert mich. Dauert es halt gleich nochmal ein bisschen länger. Ich will den. Aber ich muss das jetzt gerade echt mal ein bisschen hochstellen. Es tut mir leid. Lieber stelle ich das hier aufs Minimum gerade. Aber es muss scharf sein. Das ist ja ein Verbrechen gegen die Menschheit sonst. So. Ist gleich viel besser. Mädchenbärde füttern. Fast 50%. Boah, das dauert schon extrem lang, ne? Vielleicht ist es auch das falsche Fressen. Vielleicht will er lieber was anderes. Kann natürlich auch sein. Trinke ich einfach mal was.
herangeschlichen. Er ist noch nicht hungrig. Er ist schon wieder bei 36%. Was? Also wenn ich jetzt gleich wieder bei 50 bin, dann glaube ich, lasse ich es. Dann funktioniert das gerade einfach nicht. Warte. 52. Ich mache Fortschritte in 3% Schritten. Bist du gerade noch da, Andi? Ja, bin ich. Weißt du, wieso der Affe irgendwie so komplett weird wieder abnimmt? Die ganze Zeit hier beim Passivzähmen? Eventuell? Also es könnte sein. Es könnte sein, wenn der dich sieht oder wenn der auf dich reagiert, dann nimmt der an 10 Geschwindigkeit ab. Du müsstest dich also immer von hinten an den Rand schleichen. Und wenn du ihm eine Perle gibst, läuft der weg. Aber das ist normal. Und dann musst du eben wieder kurz warten, bis du ihm eine geben kannst. Aber in der Zeit musst du halt aus dem Radius von ihm raus sein. Okay. Ja. Aber wenn ich das schon mal falsch gemacht habe, kann ich es dann überhaupt noch retten oder ist es dann einfach schon vorbei? Du kannst es noch retten, aber ich weiß nicht, ob du es jetzt vielleicht erstmal runterlaufen lassen müsstest und dann nochmal versuchen. Und jetzt, wenn du ihn reingelegt hast, musst du weggehen. So wie du es gerade gemacht hast. Ich bin unterwegs. So. Dann wartest du wieder 1-2 Minuten. Okay. Bis der dann eben wieder neuen Hunger hat oder neu eine Wehr reingelegt werden lassen kann. Blablabla. Ja. Und dann müsste das funktionieren. Und wenn nicht, ich glaube, das funktioniert auch am besten halt mit Gemüse und so, ne? Also. Naja, aber das ist natürlich noch zu weit weg, ja. Ja, habe ich noch nicht. Stimmt. Oh, der ist schon süß. Hat eine schöne Farbe. Schleiche ich mich mal wieder ran. Pronto. Oh Gott. Leck, leck, leck. Und füttern. Wie viel Prozent? Zeig mir deine Prozent. 50. Nein, schau mich doch nicht an, wenn ich weggehe. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller sein. Ich habe zu lange gewartet. Ich muss immer gleich, wenn er Hunger kriegt, muss ich füttern. Oh nein. Oh nein, ich höre irgendwas fliegen. Ah, eine Libelle. Mega Neuter. Level 12. Okay. Vielleicht kann ich ihm direkt wieder eine geben. Also nicht hungrig, nur nicht. Ich glaube, vielleicht lasse ich ihn aber auch erstmal und komme vielleicht später zurück. Der läuft ja auch nicht weg. Das wird gerade nichts. Ich merke mir einfach, dass der Affe hier ist. Ich werde wiederkehren. Das schaut ungesund aus. Das schaut sehr, sehr ungesund aus. Ich laufe mal in die andere Richtung. Ich glaube, ich habe einen Trodon gefunden. Und ein Trodon ist, die ekelhafteste Kreatur, die ich bis jetzt kenne in Ark. Was ein Trodon macht, wenn er dich findet. Er wird dich einmal beißen. Dann nimmt Benommenheit zu, und zwar drastisch, bis du umfällst. Und wenn du umgefallen bist, dann beißt er dich langsam zu Tode. Und das ist wirklich qualvoll, dabei zuzuschauen. Und das will ich gerade eigentlich eher weniger. Das würde ich gerne vermeiden. Und deswegen laufe ich einfach mal ganz schnell weg. Und hoffe, dass ich hier... Ja, vielleicht doch noch irgendwann den Parasaurus mal wieder finde. So. Vorne steht jemand. Das muss Andi sein. Ich ruckle mich mal in seine Richtung. Ja, das ist er. Dass du nicht auf ihm reitest? Nee, wenn der hinterher rennt, dann passt das besser für mich. Ja, okay. So, ich sammle hier einfach noch ein bisschen. So, und dann würde ich, wie gesagt, einfach, wenn ich jetzt gleich zu Hause bin, mal für heute den Stream beenden. Und dann noch ein bisschen rumprobieren, ob das mit einer OBS-Instanz ein bisschen besser läuft. Ich hoffe es.
Ich hoffe, die Aufnahme ist in Ordnung, dass es nicht irgendwie komplett für den Tod ist dann und alles umsonst war, aber das wird schon passen. Ich meine, der Stream hat ja auch funktioniert. Von daher. Sollte es doch klappen. So. Ah, es ist schon schön. Das ist irgendwie so mein Standardspruch in jedem Spiel. Wenn ich mir die Sachen so angucke, dann muss ich immer bewundern, wie gut es ausschaut. Das hab ich sogar schon in Witcher 1, also in Witcher 1, im Original Witcher, habe ich das auch schon gemacht. Aber das schaut tatsächlich richtig gut aus. Das war ja ultimativ schwer, damals schon auf den damaligen PCs zu laufen. Und heutzutage geht es jetzt einigermaßen ohne Probleme. Im Hier und Jetzt ist es natürlich immer ein bisschen anstrengend und doof, wenn die Spieler nicht direkt laufen, aber für die Zukunft ist es natürlich super. Ja. 55 Leder aus dem Vogel, holy. Da erstmal ein bisschen ausgesorgt hier. So, jetzt mal schnell hier hoch. Da machen wir so ein bisschen vor zwei Schluss für heute. Ich meine, wie lange haben wir denn jetzt dann gestreamt? Jetzt gerade in dem Stream, ich habe ja vorhin mal neu gestartet, sind wir jetzt schon bei 3 Stunden 40. Das andere, das war mindestens auch eine Stunde oder vielleicht sogar zwei. Ne, warte, ich kann es ja per. Um 8 haben wir angefangen, das heißt, Oh. 5 Stunden 45. Oh. So. Ja. Doch. Not bad. Die Zeit ist dann doch irgendwo verflogen hier in Ark. Glaubt man kaum. Und ich bin erschöpft. Ich mache mal das Fleisch wieder rein. Jetzt habe ich fast ein paar Beeren gegessen. So. Okay. Die Susanne wartet schon auf uns, ne? Ja. Gut. Dann würde ich mich jetzt einfach mal hier hinstellen. Und wir machen mal einen Break. Ich mache einen kleinen Cut auch für die Aufnahme. Aber die läuft gleich nochmal kurz weiter zum Rumprobieren. Und im Stream würde ich mich gerade erstmal bedanken. Und dann machen wir erstmal hier den Cut. Also Aufnahme, es geht gleich weiter.